Hallo ihr Lieben, ich darf euch auch wieder auf der Fashion Week hier in Berlin begrüßen. Und neben mir steht schon zum zweiten Mal Marcel Ostertag, der heute seine neue Kollektion im Admiralspalast präsentieren wird. Marcel, schön, dass es heute wieder geklappt hat. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir denn jetzt so kurz vor der Show? Ich bin relativ entspannt, aber du siehst ja, dass es hier hinter uns schon wuselt und schon stressig wird. Ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, hier in so einem großen Theater zu zeigen. Es sind 1200 Sitzplätze, dementsprechend bin ich diesmal ein bisschen nervöser als sonst. Aber wir haben ja Gott sei Dank starke Partner an unserer Seite, die uns zur Seite stehen und uns unterstützen. Dementsprechend wird schon alles schief gehen. Ich denke auch. Erzähl doch was über deine neue Kollektion. Was hat dich inspiriert? Was zeigst du heute Abend? Was dürfen wir erwarten? Die neue Kollektion heißt Desert. Der Name sagt schon sehr viel. Also es geht um Wüstenlandschaften. Wir haben Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Salzwüste und Sandstruktur auf Kräftischienseite gedruckt und dadurch ist einfach eine sehr moderne, junge Kollektion gestaltet. Und zum allerersten Mal präsentieren wir auch eine Schmuckkollektion, die ich mit der Firma Steelnest gemeinsam entwickelt habe. Also auch alles komplett made in Germany, genauso wie meine Kollektion auch. Und das ist natürlich eine ganz tolle, wertige Geschichte. Sehr schön, ich freue mich schon. Du hast dir jetzt den Admiralspalast ausgesucht als Veranstaltungsstätte und hast ja auch sonst immer besondere Locations am Start. Was sind jetzt die Gründe für den Admiralspalast? Ich denke, man muss sich jede Saison ein bisschen weiterentwickeln und wir waren jetzt sehr, sehr lange im Zelt. Das hat auch super Spaß gemacht und dann war es irgendwann Zeit, einfach sich für was Neues zu entfalten und sich zu öffnen, weil hier passen einfach noch ein bisschen mehr Leute rein und hier hat man dann auch die Möglichkeit, gleich eine tolle Party zu schmeißen und es gibt einfach auch den Gästen, die extra von weit anreisen, die Möglichkeit, so ein bisschen mit zu quatschen und dann noch ein bisschen länger zu bleiben. Sehr schön. Was ist denn deiner Meinung das It-Piece des nächsten Sommers, was wir alle im Kleiderschrank brauchen? Das It-Piece vom nächsten Sommer ist auf alle Fälle eine von meinen Blousonjacken mit Wüstenprinz drauf. Sehr schön. Wie sieht denn deine restliche Fashion Week Woche noch aus? Die letzten Tage der Fashion Week werden für mich ziemlich anstrengend. Ich muss noch zu ein paar anderen Shows. Also ich bin morgen bei, ich glaube, 4 Runway-Shows noch geladen, muss dann zu Presseterminen zwischendurch noch, habe noch einige Interviews und auch noch ein paar Drehtermine danach und dann gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen Cocktail, den man mitnehmen muss. Das sind alle Magazine, machen ja tolle Veranstaltungen hier in Berlin und ich bin eigentlich bis Freitag zu meinem Flieger nach Hause nach München durchgetaktet. Dann wünschen wir dir eine sehr schöne Woche, viele schöne Erlebnisse und Treffen auf der Fashion Week und für heute Abend viel, viel Glück und wir freuen uns sehr auf die Show, dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dankeschön. Dank.